Wenn du fürs Deutschlandspiel in deine Kneipe kommst und du denkst dir, Mann, diese Kneipe hat auch schon mal bessere Zeiten erlebt. Und die Menschen hier, man sieht ihnen die Wirtschaftskrise an. Und du denkst dir, damals, 54, da hat der Titel noch echt was geändert für die Menschen. Der Pokal muss her, der Pokal muss her. Dann sind wir wieder wer. Der Pokal muss her, der Pokal muss her. Dann sind wir wieder wer. Und wenn der Schiri pfeift und die Kneipe schreit und du denkst dir, oh Scheiße, das ist der Ballack, der hat doch schon Geld. Wenn du die Menschen siehst, wie ihre Augen glühen, und du denkst dir, für diese Menschen ist das mehr als nur ein Spiel. Es hängt einfach so viel davon ab. Der Pokal muss her, der Pokal muss her. Dann sind wir wieder wer. Der Pokal muss her, er muss her. Dann sind wir wieder wer. Wenn der letzte Fan aus der Kneipe geht und du denkst dir, es ist nicht mehr so, wie es früher mal war. Der Sport ist einfach schneller, athletischer geworden. Der Winnie hat schon ganz recht, wenn er sagt, dass so einer wie der Günther Netzer heute keine Chance mehr hätte. Bringst mir noch einen Pilz, ja? Mit so einem Rooney könnt der niemals mithalten, ja? Aber warum eigentlich nicht 2010? Der Pokal muss her, der Pokal muss her. Dann sind wir wieder wer. Der Pokal muss her, er muss her. Hier nach Meppen, hier nach Cottbus, hier nach Gelsenkirchen, hier nach Itzehoe. Wir sind die Fans, wir kommen aus Unterschleißheim, wir kommen aus Peine Ost, wir kommen aus Herne Horsthausen, aus Bielefeld, aus Cuxhaven, aus Ludwigshafen und auch aus anderen Sachen, die Hafen heißen. Wir kommen aus Bremen, aus Hamburg, aber noch viel wichtiger, aus so kleinen Dingern, ja? So kleine Dörfer, die eigentlich keiner kennt, aber in denen so Kneipen stehen, ja? So Kneipen, in denen dann Fußball geguckt wird, ja? Und wenn die WM läuft, und das ist wichtig, dass wir den Titel holen, ja? Wir brauchen den Pokal. Und warum nicht eigentlich 2010?